In diesem Video geht es um Interferenz von Elektronen. Wir fangen an mit einem Experiment. Und zwar wollen wir die Elektronen durch eine Graphitpulverschicht schicken. Und dazu benötigen wir natürlich irgendwie einen Elektronenstrahl. Und das verwirklichen wir, indem wir eine Heizspannung benutzen. Also haben wir hier eine Heizkathode und die Elektronen, die an der Heizkathode herausgelöst werden, müssen wir irgendwie beschleunigen. Brauchen also entsprechend eine Anode auf der anderen Seite mit einem Loch versehen. Diese nennen wir dann die Ringanode. Und die Spannung zwischen der Heizkathode und Ringanode ist die UB, also die Beschleunigungsspannung. Ein nächster Schritt ist, diesen Strahl zu fokussieren. Und das machen wir mit dem Wenelt-Zylinder. Die Elektronen wollen wir sichtbar machen. Und wollen natürlich nicht, dass diese mit den Luftteilchen kollidieren. Deshalb schließen wir das Ganze in einem Glaskolben. Und vorne an dem Glaskolben haben wir jetzt eine Leuchtschicht. Jedes Mal, wenn die Elektronen drauf treffen, entsteht ein kleiner Lichtblitz. Und diese Stelle ist für uns dann sichtbar. Führt man jetzt so ein Experiment durch, stellt man fest, dass auf dem Leuchtschirm ein Interferenzmuster entsteht. Und das bedeutet, beim Passieren der Graphitschicht verhalten sich Elektronen wie eine Welle. Und das ist eine ziemlich spannende Sache. Und eine der ersten Personen, die sich Gedanken darüber gemacht hat, ist ein französischer Physiker, Louis de Broglie. Dieser lebte hauptsächlich in dem 20. Jahrhundert, ist 1892 geboren, 1987 gestorben und im Jahr 1929 hat er den Nobelpreis für Physik bekommen, und zwar für die sogenannte de Broglie-Wellenlänge. Er hat nämlich bereits 1924 in seiner Doktorarbeit das Verhalten von Elektronen postuliert. Das bedeutet, er hat durch eine Überlegung das vorhergesagt. Und erst im Jahre 1927 gelang ein Nachweis von dieser Theorie. De Broglie selbst hat eine Formel geliefert, mit der man die Wellenlänge von Materie und für uns auch gleich für Elektronen auch berechnen kann. Und diesen Gedankengang wollen wir an dieser Stelle nachvollziehen. Es geht um die sogenannte De Broglie-Wellenlänge und wir benötigen dafür, ich nenne das Zutaten. Als erstes müssen wir den Begriff des Impulses wiederholen. Der Impuls ist das Produkt von der Masse eines Körpers multipliziert mit seiner Geschwindigkeit. Also klein p Impuls des Körpers, klein v die Geschwindigkeit und klein m die Masse des Körpers. Die Größen m und v habe ich an dieser Stelle farbig markiert, damit wir sie gleich schneller finden können. Der nächste Schritt, die nächste Zutat ist, wir wollen einem Photon sowas wie einen Impuls zusprechen. Und dafür benötigen wir eine sehr berühmte Formel und eine Formel, die wir bereits erarbeitet haben, nämlich einmal die Energie, die aufgrund der Masse einem Objekt zugeordnet werden kann. Und da wir jetzt hier vom Licht sprechen, haben wir natürlich auch die Energie eines Photons. E-Masse ist nichts anderes als die berühmte Einsteinsche Formel E ist gleich mc². Und E-Licht ist das Planck'sche Wirkungsquantum H multipliziert mit der Frequenz des Photons.
Wenn wir diese Formel jetzt ausschreiben, bekommen wir Masse des Photons multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit ist gleich das Planck'sche Wirkungsquantum multipliziert mit der Frequenz des Photons. Die Masse des Photons habe ich hier jetzt rot markiert, weil es die Masse ist, und c ist die Geschwindigkeit des Photons, also dieses c und dieses v beschreibt für das Photon das Gleiche. Die Formel sehen sich schon ziemlich ähnlich. Was hier noch stört, ist das Quadrat. Da die Lichtgeschwindigkeit nicht 0 ist, können wir beide Seiten der Gleichung durch c teilen und erhalten Masse des Photons multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit ist gleich h mal f Photon geteilt durch c. Das ist, wie gesagt, die Masse von dem Teilchen, was wir betrachten. Das ist seine Geschwindigkeit. Das bedeutet, der Ausdruck h mal f geteilt durch Lichtgeschwindigkeit ist nichts anderes als ein physikalischer Impuls. Die rechte Seite der Gleichung kann man ein bisschen zusammenfassen. Und zwar machen wir eine kleine Nebenrechnung. Die Lichtgeschwindigkeit ist nichts anderes als die Frequenz multipliziert mit der Wellenlänge. Und wir können da einen kleinen Trick machen und das nach f durch c auflösen, damit wir jetzt hier diesen Ausdruck haben. Wir müssten diese Gleichung also einmal durch c teilen und danach einmal durch Lambda und erhalten 1 durch Lambda ist f durch c. Und dann verkürze ich diesen Ausdruck ein wenig. Der Impuls eines Photons ist das Planck'sche Wirkungsquantum dividiert durch die Wellenlänge des Photons. So, diese Überlegung hat de Broglie fortgesetzt und sich Folgendes gedacht. Wenn wir jetzt diese Formel für den Impuls eines Photons haben, können wir diese nach der Wellenlänge auflösen. Diese ist ja dann äquivalent zur Wellenlänge des Photons, ist das Planck'sche Wirkungsquantum geteilt durch den Impuls. Und de Broglie, geniale und für seine Zeitgenossen auch ziemlich freche Idee, man hat es tatsächlich mehr oder weniger so bezeichnet, er hat einfach nur gesagt, okay, diese Formel könnte man auch für andere Dinge, also nicht nur für Photonen betrachten, da in der klassischen Mechanik Objekte einen Impuls haben, sage ich einfach, die Wellenlänge von Materie ist das Planck'sche Wirkungsquantum geteilt durch den Impuls. Das bedeutet dann natürlich auch, dass die Wellenlänge von Materie keine feste Größe ist, sondern dass diese von dem Impuls, also auch von der Geschwindigkeit dieses Objektes, abhängt. Das heißt, die Wellenlänge von Materie ist das Planck'sche Wirkungsquantum geteilt durch den Impuls. Die Formel für die Wellenlänge von Materie klingt ja schon ziemlich verrückt und natürlich muss man versuchen, diese zu untersuchen in einem Experiment. Und der nächste Schritt ist, wie können wir diese theoretische Wellenlänge aus den Werten in unserem Experiment berechnen. Also wir wollen im Prinzip jetzt den Impuls von dem Elektron in der Anordnung, die wir auf der ersten Folie gezeichnet haben, bestimmen. Also ein Elektron kann wie ein klassisches Teilchen zuerst betrachtet werden. Es hat eine Masse, wie wir schon gesehen haben. Man kann ihm auch eine Geschwindigkeit zuordnen. Also der Impuls eines Elektrons, was ich jetzt hier mit P-Index e hinschreibe, ist die Masse des Elektrons multipliziert mit seiner Geschwindigkeit.
Was uns in dem Experiment noch fehlt, ist die Geschwindigkeit von dem Elektron. Und die kriegen wir hin, indem wir uns die Beschleunigungsspannung anschauen und wählen den Energieansatz. Wir setzen die kinetische Energie des Elektrons gleich der elektrischen Energie. Die kinetische Energie ist 1/2 mv Quadrat und die elektrische Energie ist E multipliziert mit der Beschleunigungsspannung. Nun können wir diese Formel nach V Quadrat auflösen. Wir multiplizieren mit 2 und teilen durch die Masse des Elektrons, und zwar beide Seiten der Gleichung. V Quadrat ist somit 2 mal E mal UB geteilt durch M Index E. Und wenn wir jetzt auf beiden Seiten die Wurzel ziehen, erhalten wir einen Ausdruck für die Geschwindigkeit. Und diesen Ausdruck setzen wir einfach in die Formel für den Impuls ein. Im Prinzip sind wir damit fertig. Ich würde diese Formel etwas weiter bearbeiten. Der Grund ist, wir haben hier einmal die Masse und da einmal die Masse. Die würde ich gerne zusammenfassen. Also der Impuls ist Masse mal die Wurzel von 2 mal E mal UB geteilt durch ME. Und der nächste Schritt ist, wir wollen diese Masse in die Wurzel reinquetschen. Das das kriegen wir hin, indem wir die Masse einmal quadrieren und das direkt rückgängig machen. Wir schreiben einfach die Masse zum Quadrat und daraus die Wurzel. Und dann kann man die Wurzelgesetze verwenden und die Ausdrücke unter der Wurzel zusammenfassen. Dann das m Quadrat landet unter der Wurzel in dem Zähler. Haben wir jetzt me im Nenner, me zum Quadrat im Zähler. Das kürze ich also einmal. Und der Impuls in unserem konkreten Fall, wenn wir ein Elektron mithilfe der Beschleunigungsspannung beschleunigen, kann dann berechnet werden, indem wir jetzt zweimal die Ladung des Elektrons multipliziert mit der Beschleunigungsspannung multipliziert mit der Masse des Elektrons ausmultiplizieren und daraus die Wurzel ziehen. Wenn wir diesen Impuls jetzt in die Wellenlänge von de Broglie einsetzen, haben wir jetzt eine theoretische Wellenlänge von die Wellenlänge des Elektrons ist das Planck'sche Wirkungsquantum geteilt durch den Impuls des Elektrons, also durch diesen Ausdruck. Also am Ende bekommen wir das hier. Wir haben jetzt also eine Möglichkeit, für die theoretische Wellenlänge eines Elektrons oder um diese theoretische Wellenlänge des Elektrons zu berechnen. Was wir jetzt brauchen ist, wir müssen diese Wellenlänge auch anders messen können, um diese theoretischen Werte mit den praktischen Werten zu vergleichen. Und da wir jetzt eine Interferenz an einer Graphitschicht haben, also an einer Graphitpulverschicht, müssen wir uns diese Pulverschicht etwas genauer angucken. So, und wollen die Elektronenwellenlänge messen. So, wenn man sich jetzt unser Graphitpulver anguckt, da gibt es ja die Graphitteilchen. Wir stellen uns vor, dass wir das mit einer Lupe stark vergrößern und bekommen dort oder beobachten dort solche Kristallstrukturen, und diese Kristallstrukturen haben einen Namen. Der Fachbegriff ist Kristallit. Also diese Dinger hier sind Kristallite und zeichnen sich dadurch aus, dass diese Atome hier eine besondere Struktur haben. Beim Graphit ist es so, dass sie sich in Form von so einem sechseckigen Gitter, von so einem Sechseckmuster anordnen.
Konkret sieht diese Struktur so aus. Wir haben, wie gesagt, solche Sechsecke und die Linien verbinden die benachbarten Kohlenstoffatome. Graphit ist ja nichts anderes als Kohlenstoff. Wir haben jetzt gesehen, dass diese Kristallite ja unterschiedlich im Raum liegen können. Das bedeutet, wenn man sich jetzt, je nachdem unter welchen Winkel man jetzt diese Kristallschicht oder diese Kristallite sich anschaut, hat man ja verschiedene Möglichkeiten, das Ganze in Schichten zu unterteilen. Man könnte zum Beispiel sich so eine Schicht angucken, sodass das eine Schicht und das die zweite Schicht ist. So, das würde ich hier gerne A1 nennen. Diesen Abstand werden wir auch in einem Experiment dann verwenden. Das ist jetzt ein ziemlich charakteristischer Abstand. Dieser beträgt beim Graphit 2,13 mal 10 hoch minus 10 Meter. Also es ist wirklich ein sehr winziger Abstand. Man kann aber diese Schicht auch unter einem anderen Winkel beobachten und dann kommen wir zu einem anderen Netzebenenabstand, der auch charakteristisch für Graphit ist. Der hier, dieser liegt bei 1,23 mal 10 hoch minus 10 Meter und wie gesagt, diese Größen A1 und A2 beim Graphit sind Netzebenenabstände. Damit sowas wie Interferenz stattfinden kann, brauchen wir Strahlen, die einen bestimmten Gangunterschied haben. Und diesen Gangunterschied bekommen wir, indem die Elektronen an bestimmten Schichten in diesen Kristalliten reflektiert werden. Und wir schauen uns jetzt die Beugung an benachbarten Schichten an. Fangen jetzt mit einer Struktur von Atomen an und betrachten folgende Schichten. Diese sind in einem Abstand A zueinander. So, dann betrachten wir zwei Strahlen. Der eine Strahl wird an der oberen Schicht reflektiert, der zweite an der unteren Schicht reflektiert, sodass sie dann so fortgesetzt werden. Und die Reflexionswinkel sind die Winkel Theta. Ich habe den Buchstaben Theta genommen, weil so werden auch diese Winkel in allen Physikbüchern bezeichnet. So, jetzt machen wir uns auf die Suche nach dem Gangunterschied. Und zwar gehen wir jetzt hier unter dem rechten Winkel zu der Reflexionsstelle in der Schicht oberhalb. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Das ergibt ein vollkommen symmetrisches Bild. So, wenn wir da jetzt einen rechten Winkel haben, ergibt das hier einen Winkel, der dem Winkel Theta entspricht. Und diese Strecke, die rote Strecke und die rote Strecke auf der anderen Seite zusammen, diese ergeben den Gangunterschied. Und wie gesagt, das und das ist ebenfalls der Winkel Theta. Das heißt, der Gangunterschied Delta S ist zweimal die Strecke X. Und da wir jetzt hier rechtwinklige Dreiecke haben, können wir über diesen Winkel die Strecke x berechnen, wenn wir den Winkel kennen und den Abstand dieser benachbarten Schichten haben. Das ist nichts anderes als Sinus Theta ist die Strecke x geteilt durch Hypotenuse. Die Hypotenuse hier hat die Länge a. Wir können das nach x auflösen. X ist
a mal Sinus Theta. Und wenn wir jetzt die obere und die untere Gleichung zusammenfügen, bekommen wir den Gangunterschied von 2 mal der Abstand von benachbarten Schichten multipliziert mit dem Winkel Theta. Und zur Interferenz kommt es, wenn unser Gangunterschied das ganzzahlige Vielfache von Lambda ist. Also wenn Lambda die Werte 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter annimmt. So ähnlich wie bei den Doppelspaltversuchen soll es jetzt darum gehen, aus dem Interferenzmuster die Wellenlänge zu bestimmen. Also wie kriegen wir das mit Hilfe unserer Messwerte hin? Wir haben einmal unsere Graphitpulver, unsere Graphitpulverschicht. Auf der anderen Seite haben wir einen Schirm und auf dem Schirm entsteht ein Interferenzring. Unser Schirm ist von dem Graphitpulver irgendwie entfernt und der hat auch einen Durchmesser, den Durchmesser R. Und die Entfernung zu dem Graphitpulver, den bezeichnen wir mit dem Buchstaben L und haben jetzt eine Beziehung, wo wieder Winkel auftreten. Und zwar, wir haben jetzt eine Reflexion, haben also jetzt den zweifachen Winkel Theta. Und diesen können wir mit Hilfe der trigonometrischen Funktion Tangens ausdrucken. Es ist nichts anderes als Tangens von 2 Theta. Und wenn wir die Kleinwinkelnäherung nehmen, ist Tangens von 2 Theta ungefähr das gleiche wie Sinus von 2 mal Theta. Das ist vor allem bei den Kolben, die wir verwenden, eine interessante Sache, weil wir jetzt hier keinen geraden Schirm haben, sondern das Ganze etwas gewölbt ist. Und mit dieser Näherung können wir einfach Sinus 2 Theta gleich Tangens 2 Theta und das ist dann ungefähr der Radius geteilt durch L ist. Und wenn wir jetzt uns das erste Maximum anschauen wollen, kann man die Formel und die vorige Formel zusammentun und die Wellenlänge berechnen, indem wir zweimal den Abstand der benachbarten Schichten in den Kristalliten nehmen, multipliziert mit dem Sinus von Theta. Und den Sinus von Theta erhalten wir, indem wir hier die Umkehrfunktion darauf anwenden. Dann hätten wir den Arcus Sinus von R durch L wäre 2 Theta. Da wir dort nur ein Theta einsetzen wollen, müssen wir diesen Ausdruck noch mit 1/2 multiplizieren, sprich also durch 2 teilen. Und mit Hilfe dieser Formel können wir aus dem Radius des Interferenzrings den Abstand zwischen dem Schirm und dem Graphitpulver und den Abstand der benachbarten Schichten im Graphit die entsprechende Wellenlänge messen und mit der postulierten Wellenlänge nach de Broglie vergleichen.